Schön, dass du dir für diese Entspannungsübung Zeit nimmst. Die folgende Übung kannst du im Sitzen oder Liegen durchführen. Nimm eine entspannte Körperhaltung ein und wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Höre einmal in deinen Körper hinein. Wie fühlt er sich gerade? Spüre deine Arme, deine Beine, deinen Kopf, deinen Bauch, dein Po. Alle Körperteile werden ganz schwer und lasse deine Muskeln so locker wie möglich. Stelle dir vor, du liegst am Strand. Du hörst nur das Meeresrauschen und den Sand unter deinen Füßen. Jetzt mache deine rechte Hand zu einer Faust und drücke kräftig, als wolltest du eine Zitrone für deinen Strandcocktail auspressen. Halte die Spannung. Und nun lasse die Hand wieder locker. Die Zitrone entgleitet dir und fällt in den Sand. Deine Hand und deine Finger sind entspannt. Jetzt mache deine linke Hand zu einer Faust und drücke kräftig, als wolltest du nun eine Orange für deinen Strandcocktail auspressen. Und halte die Spannung. Und nun lasse die Hand wieder locker. Die Orange entgleitet dir und fällt in den Sand. Deine Hand und deine Finger entspannen sich. Jetzt balle deine Hände zu Fäusten. Drücke in Gedanken zwei Eiswürfel fest zusammen. Achte auf die Anspannung in den Händen und Unterarmen. Der übrige Körper bleibt locker. Die Atmung geht ganz ruhig und gleichmäßig. Ui, es wird kalt. Lasse die zerkleinerten Eiswürfel los und sehe, wie sie in dein Glas fallen. Entspanne die Hände wieder. Lasse die Muskeln deiner Hände locker werden. Deine Hände sind schwer und fühlen sich warm an. Achte nun auf dein Gesicht. Die Sonne kitzelt auf der Nase. Ziehe die Nase hoch und die Augenbrauen zusammen, damit das Kitzeln langsam verschwindet. Der restliche Körper bleibt dabei locker und entspannt. Jetzt entspanne dein Gesicht. Die Falten auf deiner Nase lösen sich. Deine Stirn ist wieder glatt. Spüre, wie entspannt dein Gesicht ist und höre dem Meeresrauschen einen Moment lang zu. Nun drücke deine Augenbrauen ganz weit nach oben. Lasse die Augen dabei geschlossen. Versuche, deinen Haaransatz zu erreichen. Aber Vorsicht, der Sonnenhut darf nicht runterfallen. Und halte diese Spannung. Lasse jetzt locker und spüre, wie deine Stirn wieder glatt wird. Achte auf deine entspannte Kopfhaut. Nun beiße die Zähne fest zusammen, so dass kein Haar mehr dazwischen passt, aber nur so, wie es dir angenehm ist. Achte auf diese Spannung in deinem Kiefer. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Boah. Ein Sandkorn ist zwischen deinen Zehen. Oh,
Lass die Zähne wieder locker. Entspanne deinen Kiefer. Deine Lippen öffnen sich ein wenig. Genieße den Moment. Nun achte auf deinen Hals und die Muskeln im Nacken. Du siehst Delfine im Meer, welche hin und her schwimmen und immer wieder aus dem Wasser springen. Beuge deinen Kopf nach rechts, um sie besser sehen zu können. Und halte die Spannung. Richte deinen Kopf wieder auf und lasse deinen Nacken locker. Genieße den Moment, die Sonne und den Blick aufs Meer. Die Delfine schwimmen zur anderen Seite. Beuge deinen Kopf nach links und halte die Spannung. So schnell, wie sie gekommen sind sie auch wieder abgetaucht und schwimmen ins offene Meer hinaus. Lass den Kopf also wieder in die Mitte, in eine aufrechte Stellung gleiten. Ein Mädchen kommt vorbei und fragt dich, ob du ihr Sandspielzeug gesehen hast. Du weißt es nicht und ziehst die Schulter nach oben. Halte diese Spannung. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Senke die Schultern wieder und spüre, wie sich ein schönes Gefühl ausbreitet. Lasse die Entspannung sich in deinen Schultern und im Rücken ausbreiten. Der Nacken ist entspannt, der Kiefer und das Gesicht auch. Du hast ein angenehmes Gefühl der Entspannung. Es breitet sich weiter und weiter aus. Du spürst die Sonnenstrahlen, hörst das Meer rauschen und spürst einen leichten Wind. Du fühlst dich wohl. Konzentriere dich nun auf deinen Bauch. Ziehe deine Bauchmuskeln fest zusammen. Der Bauch wird ganz hart, alles prallt von ihm ab. Auch eine Kokosnuss? Ein anderes Kind könnte sogar darauf stehen. Achte auf die Spannung. Lass deine Bauchmuskeln wieder locker werden und spüre den Unterschied. Nun ziehe deinen Bauch weit herein, sodass eine Kokosnuss in die Kuhle passt. Achte auf die Spannung. Atme ruhig und gleichmäßig weiter. Entspanne deinen Bauch wieder. Er geht zurück in eine bequeme Lage. Ein angenehmes Wohlbefinden kommt in dir auf. Genieße die Entspannung. Nun drücke ihn kraftvoll heraus, lass ihn kugelrund werden und atme normal weiter. Achte auf die Spannung im Bauch. Nun löse die Spannung im Bauch. Bauch und Brustkorb entspannen sich mehr und mehr. Du entspannst tiefer und tiefer. Alle Verkrampfungen im Körper lösen sich auf. Dein Körper wird immer schwerer. Spanne nun die Muskeln in Po und Beinen an. Drücke die Fersen fest in den Sand und strecke die Zehen in Richtung Nasenspitze. Löse jetzt wieder die Spannung. Achte auf den Unterschied zur Anspannung. Nimm die Ruhe wahr, die in dir aufkommt. Du bist ganz entspannt und es geht dir gut. Spanne für einen Moment deinen ganzen Körper an, Beine und Po.
Brust, Schultern und Hals, Kiefer und Stirn. Achte auf die starke Anspannung und halte sie noch ein wenig fest. Und nun lass alles wieder locker werden. Entspanne deinen ganzen Körper. Füße, Waden, Schenkel, Po. Die Anspannung ist weg. Die Entspannung strömt immer weiter durch Magen und Bauch, über den Rücken, die Schultern, in Arme und Fingerspitzen. Der Hals ist entspannt. Das Gesicht und der Körper werden immer schwerer und wärmer. Du bist ganz ruhig und entspannt. Nimm das Gefühl wahr, welches du im Moment hast. Komme nun langsam aus deiner Entspannung raus, mit deinem Tempo. Strecke dich, wackel mit den Zehen, bewege die Finger und mach dich in Gedanken bereit, um ins Meer zu hüpfen. Öffne nun langsam deine Augen. Blinzle ein paar Mal, gähne und komme im Hier und Jetzt an.